Swiss Crypto J, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe krypto und ein kleines Hohoho -ho -ho aus der Schweiz. Ja, ich muss wieder mal die Weihnachtsmütze anhaben. Da ja, viele von euch mir geschrieben haben gesagt, hey Jay, wo ist die Weihnachtsmütze? Jetzt habe ich sie wieder an. Ich werde sie nicht immer anziehen. Diesen Spaß gönne ich euch nicht, ja, denn sie ist zwar kuschelig, aber sie gibt hier in meinem Studio schon extrem warm. Also, habt ein bisschen Erbarmen mit mir, dann es auch gut. So, wir reden heute über Lightning Network, dann über den, naja, Fake oder nicht Fake Satoshi, der seinen Prozess gewonnen hat, über 54 Milliarden Dollar. Dann reden wir über Island. Island stellt den Strom ab, respektive bietet keinen neuen Strom mehr an für neue Miners. Dann, was haben wir noch? Ah, ja, klar, dann reden wir noch über den aktuellen Stand von Bitcoin, respektive Crash. Schauen uns auch die CoinGlass-Daten an und dann geht's ab in die Chart-Analyse hinein. So, und jetzt bis gleich. Ja, liebe Freunde, die Nacht war wieder mal kurz. Ja, mein Sohn geht's heute besser. Er ist massiv aktiv. Dafür habe ich keinen Schlaf gehabt. Aber naja. Man, in der Schweiz gibt, sagt man sowas irgendwie so: man schläft, wenn man tot ist. Okay, dann, dann, lässt, man dich, dann lässt man dich in Ruhe und du kannst ausschlafen. So, Craig Wright, ähm, ihr wisst den Fake Satoshi oder der, der halt ihm sagen will, dass es Satoshi Nakamoto ist. Ähm, es ging nicht in diesem Prozess darum, ob es ist oder nicht ist. Es ging da eben um dieses seine Wallet, wo er jetzt tatsächlich vor Gericht gewonnen hat. Welche Auswirkungen das schlussendlich haben wird, spielt keine Rolle. Es ist massiv viel. Ja? Wir reden von 1,1 Millionen Bitcoin im Wert von heute, von 54 Milliarden Dollar. Überlegt mal, was der für einen Wert hat, wenn Bitcoin bei 100.000 oder einer Million ist. Das ist. Schon echt verrückt. Auf jeden Fall, er, er sagt, ähm, er wird es jetzt im Nachhinein auch beweisen, wenn dieser Prozess hat er jetzt gewonnen, ob gewonnen oder verloren. Er wird es jetzt auch beweisen, dass er hier. Ähm, Recht hat und gleichzeitig würde er einen größeren Teil seines Gewinns spenden an gemeinnützige äh, Geschichten. Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, ob er das dann auch nachvollzieht. Ja, er hat ein Video gemacht, hat auf Twitter gepostet, deshalb habe ich es dann auch gesehen. Ähm, ja, können wir, können wir mal so stehen lassen. Wir wissen es nicht, okay? Was er auf jeden Fall machen muss, er muss noch 100 Millionen US-Dollar Schadenersatz bezahlen wegen geistigem Eigentum oder Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums. Ähm, ja, für ihn jetzt halt Peanuts, ne? Also nichts Großes. Auf jeden Fall gut aufpassen, wir haben eine neue Wahl im Spiel, also hier gut, gut Augen aufhalten. Dann gibt es News über das Lightning Network. Ich habe euch gestern im Telegram-Chat noch das Video gepostet. Ich finde, ich fand das mega geil gemacht. Ähm, ja, ist auf einem sozusagen neuen Level, ja, kann man sagen, also der Layer, ja, das Lining Network, was dazu da ist, zu skalieren, ja, also der, der sammelt verschiedene kleinere Transaktionen, auch im Satoshi-Bereich, es ist daher ein bisschen viel effizienter, günstiger und es schreibt dann eigentlich ab einem gewissen Stück das Ganze in die Blockchain zurück, damit es auch wieder in Blockchain unterwegs ist. Aus diesem Grund ist Bitcoin mit dem Lightning Network absolut auf dem höchsten Konkurrenzstatus mit jedem oder sämtlichem Altcoin, ähm, was auf dem Markt ist. Das vergessen nur immer wieder viele und ich finde es außerdem sehr, sehr spannend, weil eben diese Schnittstelle mit dieser Schnittstelle einfach alles umsetzbar ist, wenn man es halt einfach machen möchte. Naja, egal, also das. Ähm, kurzes Update zu dem, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Könnt ihr das mal durchlesen? Das ist auf echode ein wirklich spannender ähm, Bericht. Relativ schnell durchgelesen, habt ihr in zwei, drei Minuten durchgelesen. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann Island, schneidet neuen Bitcoin-Miner den Strom ab, ja, ab. Gestern, ja ab dem 7. Dezember äh, nimmt die Energieversorgungsdienst des Landes keine neuen Anfragen mehr an für neue Miner. Man muss jetzt eins sagen: Ich habe damals euch gesagt, wo in China dieses große Verbot kam, habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass die Miner jetzt etwas begriffen haben hier oben im Kopf und nicht gleich wieder alle ins gleiche Land rennen, weil dann passiert wieder das Gleiche. Ja, weil ich muss euch vorstellen. Kleinst Worst Case Szenario. Wie kann man Bitcoin zerstören? Es gibt wahrscheinlich zwei Szenario, die mir gerade einfallen. Das eine wäre kompletter Weltuntergang, werden von einem, einem Asteroiden oder Metroiden, was auch immer, getroffen. und Wir springen in Millionen von Teilen und sind einfach weg. Bringt das sowieso nichts mehr. Szenario zwei wäre, wenn die Regierungen vereint alle Mining- ähm, Unternehmen würden übernehmen, ja, und zwar militärisch. Ja, das wäre eine Chance. Was passiert denn jetzt? Was passiert? Die meisten sind natürlich wieder nach Amerika gegangen oder nicht nach wieder, sondern sind nach Amerika gegangen. Natürlich mit Wasserwerken und so weiter. Man hat das grüner gestaltet. Das ist das Positive. Aber die Mehrheit der Mining steht leider nun jetzt auch in Amerika und das ist eben auch ein bisschen gefährlich. Island war auch so ein Land, wo einige meiner Firmen äh, hingegangen sind, doch jetzt bleibt es da äh, geschlossen. Ja? Also, nochmals einfach so als kleiner Hinweis oder Schuss vor dem Buch habt ihr gekriegt, meinings, äh, Firmen in China. Jetzt denkt ihr, dass Amerika das Bessere mit euch macht. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ja, muss nur ein falscher Präsident her. ob der, der jetzt hier richtig ist, will ich nicht betiteln, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. So, auf jeden Fall wird auf jeden Fall spannend. Ja. Schaut euch das auch gerne mal an. Ähm, ja, gibt keine neuen Mining-Firmen mehr in Island und somit ja, die Luft rein. Ja, Freunde, und dann wird noch spekuliert unter den Analysten. Also nicht jetzt bei euch, sondern wirklich unter den Analysten war das der letzte Shakeout vor dem nächsten Rally. Ähm, man darf nicht vergessen, an diesem Tag wurden 58.202 Bitcoins liquidiert. Das ist ein verdammt. Große Menge, äh, wenn man denkt, das ist wirklich verrückt. War ein Rekord und äh, was, was sehr eindrücklich ist, ist eigentlich dieses, oh, sieht man hier gar nicht so gut, ja, es reicht. Ähm, damals, 2019, wurden 79.244 Bitcoins liquidiert. Im Juli 49.000. Im September 50 und jetzt im Dezember wieder 58.000. Das ist schon eine massive, krasse Differenz. Also, das ist unglaublich, wirklich unglaublich, wie viel Geld das da auf, auf einen Schlag liquidiert wurde. Echt Wahnsinn. Echt, echt Wahnsinn. Naja, nun ist die Frage von vielen, ja, war das denn jetzt der letzte Shakeout? Reicht das? Ja, jetzt kommt man wieder mit den Vergleichen von den letzten Jahren. Man hat hier bei 2013 diesen Pick gesehen, danach ging es hoch. Bei 2017 hatte man diesen Pick gesehen, danach ging es hoch. Und jetzt denkt man eben, dass dies ebenfalls hier dieser Pick ist und dann geht es wieder hoch. Man darf einfach eins nicht vergessen, Freunde. Das sind alles Analysen. Nochmal, ich erkläre es noch einmal für jeden da draußen relativ simpel und einfach. Die Chartanalyse ist ein Blick in den Rückspiegel und er gibt mir ein bisschen das Zeichen, kann ich auf die linke oder auf die rechte Spur wechseln. Ein Blick nach vorne, das sind die aktuellen Geschehnisse, die aktuellen Nachrichten und eben gerade die politischen Themen, die uns ein bisschen begleiten. Natürlich muss man auch immer wieder einen Blick auf den Aktien und also auf den Forex-Markt. Richten, um auch da ein bisschen ja, sensitiver zu sein. Eine Chartanalyse ist wichtig und ist gut und die funktioniert von 10 mal 9 mal perfekt. Einmal bricht sie halt dagegen aus. Kann passieren. Da müsst ihr euch nicht verwirren lassen, dran bleiben. Niemals traden mit dem kompletten Asset, dass ihr immer Reserven habt, um eben dann sollte schief gehen, dann könnt ihr wenigstens beim Tipp wieder reingehen und holt dann oder macht dann besser gesagt, Schadenbegrenzung oder holt das maximal wieder raus. Das sind ein bisschen meine Tipps und Tricks. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir aber genug gelabert, jetzt schauen wir uns noch die Coinglas Geschichte an. Das war das falsche, Coinglas. Ja, schauen wir uns das ebenfalls noch schnell an. Wie denn gerade die aktuelle Situation ist. Ja, wir haben in den letzten Stunde sind wir eher bärisch gestimmt. Ja? Wir sehen 60%, Prozent, ah, okay, war ein Ladefehler wir es zurück. Trotzdem immer noch ein bisschen bärisch, ja. Also 51 zu 48, das äh, relativ Gleichgewicht. Aber das wird uns helfen, ein bisschen Blick in die Chartanalyse zu kriegen, um da auch ein bisschen zu sehen, wenn wir jetzt das noch anschauen, wie die Liquidation aussah. Schleichwerbung kommt weg. Äh, und zwar interessiert uns hier eigentlich nur Bitcoin. Dann haben wir nicht hoch, ja. Wir reden hier von knapp zweieinhalb Millionen. Das ist nicht viel. Bei Bybik gehen schon wieder viele riskant rein, sieht man da relativ gut. Ja, waren wahrscheinlich schon wieder sehr hohe Hebel rein. Ja, Gut, Freunde. Ich würde sagen, die Daten, Fakten reichen uns jetzt ab in die Chartanalyse. Ja, liebe Freunde, hier noch ein kurzer Werbespot von Atani. Atani. Ist unser aktueller Sponsoring von Swiss Crypto J. Dafür herzlichen Dank. Atani ist eine All-in-One-Plattform, die es eben euch bietet, über 20 Exchanges miteinander zu verbinden. Und ihr habt die Möglichkeit, ob Hodler oder Trader, euer Lieblingscoin da zu kaufen, wo er gerade am günstigsten ist. Mega interessant. Gleichzeitig habt ihr die Trading Pro-Version dabei und ihr könnt mehr als nur drei Indikatoren nutzen. Auch das ein riesen Vorteil. Zugleich ist der Tani eine der sichersten äh, Plattformen überhaupt mit einem aktuellen Militärsicherheitsstandard. Per Mausklick habt ihr die Möglichkeit, eure Steuern äh, vorzubereiten, eben von eurem Portfolio und das relativ easy. Zugleich werden demnächst FIMEX und Bybit noch zugeschaltet, auch da arbeiten wir dran, auch BitPanda ist ein Thema. Wollt ihr mich unterstützen, dann könnt ihr meinen Reflink unten verwenden. Dann unterstützt ihr auch ja, liebe Freunde, wir schauen uns jetzt als erstes mal die Analyse an aus dem Daily. Im Daily wussten wir schon länger, ja, dass wir in diesem riesen giganto Rising Wedge sind. Wir wussten auch, dass wir Cup and Handles gebildet haben. Ja. Wir hatten hier das eine Cup, das kleinere, das hat dann hier ausgeschlagen, sind nach oben, haben gleichzeitig dann aus diesem kleineren quasi den größeren Cup gebildet sind hier ebenfalls nach unten, ja, was ebenfalls bullisch ist. Das, das muss man jetzt einfach mal erst verstehen, wieso natürlich da draußen sehr viele bullisch gestimmt sind, weil eben diese Pattern hier, das war schon korrekt soweit. Dieser Abverkauf hier, und jetzt kommt es nochmal, ja, da waren wir auch hier in diesem Falling. Wedge, was noch einmal bullish ist, das sind mehrere bullische Indikatoren gewesen, die ihm gesagt haben, wir gehen nach oben. Das war schon abgekartete äh, Geschichte, das kann ich euch auf jeden Fall sagen, weil es mit Technik nichts mehr zu tun hatte. Auf jeden Fall hätten wir hier definitiv wieder nach oben kommen müssen, an den Rand dieses oberen ähm, Rising Wedges, aber es ist nicht passiert, egal. Wie deuten das jetzt? Ob es manipuliert ist oder nicht spielt jetzt aktuell absolut keine Rolle, denn wir müssen jetzt hier damit auf jeden Fall mal arbeiten, was da ist, okay? Wir sind hier ähm, runter in ein Fakeout, kann man so, das nennt man dann auch so, und sind dann dementsprechend wieder aufgekauft worden. Wie ihr seht, stehen wir gerade hier wieder an der unteren Trendlinie des Giganto Rising Wedge. Und das ist eine sehr wichtige Zone. Werden wir jetzt wieder zurück ins Rising Wedge kommen und nehmen eigentlich den ursprünglichen Kurs weiter? Oder bouncen wir an der äh, unteren Trendlinie ab und werden abgelehnt? Was würde das dann schlussendlich für uns bedeuten? Und dies, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir das kurzerhand auf dem Daily anschauen. Wir haben hier das Target vom Rising. Hier unten ist immer noch unser Worst Case, also immer noch vorbereitet sein. Auf dem Daily ja, sind wir bis auf 29'000 in einem Worst Case Szenario. Denkt daran, ich habe es mehrfach erwähnt, Worst Case, so gut es geht, immer abdecken. Ich sage so bei 31'000 wäre es auf jeden Fall sehr, sehr vernünftig. So, okay, also wir haben diese Daten, wir wissen, wo wir eben zurückgehen müssen und wir haben hier das 05er Fibonacci Level. Und dieses 05er ist sehr wichtig, denn solange wir hier drüber sind, bedeutet das immer noch, dass unsere Korrektur eigentlich durch ist. Bilden wir jetzt ein neues Pattern oder kommen wir zurück? Das ist die hauptsächliche und wichtigere Frage. Denn was natürlich sehr oft ähm, entsteht aus einem Giganto Rising Wedge, ist dann in der Regel auch ein sehr großes Falling wedge. Dann müssen wir dann auch aufpassen, ob wir hier diese Linie hier dann auch ähm, mitnehmen oder eben ausblenden. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist dann im vier Stunden Chart natürlich mit der Fibonacci arbeiten. Diese Kennzahl dürfen wir nicht ignorieren, weil eben doch der Algorithmus am Schluss äh, das Ganze für uns übernehmen wird. Wie sitzen im Daily allgemein aus, wenn man uns aktuell ein bisschen die äh, Indikatoren anschaut. So, ne? Gehen wir mal ein bisschen rüber. Also, wir sehen im Daily, dass sich die kurzfristige MICD, die bärische Kraft, relativ gut abnimmt und wir sind kurz vor einer Kreuzung in der bärischen Hälfte. Also, es wäre dann ein sehr, sehr bullisches Signal. Und das Gleiche sind wir in der langfristigen. Hier nimmt die bärische Kraft ab, dauert aber noch eine Weile, bis sich hier das Ganze kreuzt. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Ich habe da schon wieder ein komisches Bauchgefühl, wenn es Richtung Wochenende geht. Ja, gefällt mir eigentlich nicht. Ähm, da kennt ihr ja meine Meinung. So und dann äh, die RSI zeigt aktuell auch hier Seitwärts. Das ist dann jetzt auch die Frage, was wird denn Seitwärts gehen? Da müssen wir gut aufpassen, ja. Dass wir hier auch aktuell im Daily nicht ne und das ist immer sehr vorsichtig geboten. ja. Wir haben hier dieses Fake nach unten gehabt. Und dieses Fakeout sollte man so gut es geht halt manchmal auch ausblenden. Wo man aber aufpassen muss, ist, dass das hier nicht irgendwie ja, dann eine Bärfleck Flag gibt und wir dann äh, im Endeffekt ähm, nochmal fahren werden. Das würde passen, wenn wir hier wieder abgelehnt werden an der wichtigen Zone. Das werden wir ebenfalls gleich danach anschauen. So, dann würde ich sagen. Wir schauen das ganze Szenario jetzt auf dem 4 Stunden Chart an. Ich habe euch gesagt, wir sind in einem in, nicht in einem Gigant, in einem Rising wedge werden ausbrechen. Das wollte ich nicht. Ähm, der Ausbruch ist noch nicht passiert, ja, das ist noch nicht passiert. Wir sehen hier bei der kurz- und langfristigen MACD, dass sich die äh, bullische Kraft immer noch weiter ein bisschen abnimmt. Jetzt wissen wir auf dem Daily. Nimmt die Bärische zu, das merkt man. Also, es bedeutet, es kommt eine Konsolidierung. Die Bären werden auf dem Daily schwächer, aber auf dem, dem Vier-Stunden-Chart werden sie stärker. Dann nimmt die Schwäche der Bullen stetig ab. Und das deutet natürlich auf eine Seitwärtskonsolidierung an, was dann im Endeffekt auch wieder in einem symmetrischen Dreieck ändern wird. Ähm, hier, diese Fleck wurde noch nicht abgeholt, ihr seht es. Also, ist jetzt die Frage: Gehen wir nochmal runter? Holen wir hier Luft? Ja oder nein? Das werden wir im Laufe dieses Tages definitiv dann auch sehen können. Ähm, was auch sehr interessant und eben wichtig ist, ihr seht, wir sind hier immer noch, das ist eben genau diese blaue gepunkelte Linie, das ist die untere Trendlinie des Gigantorizing Wedges. Und aktuell sind wir hier in der Distributionszone mit drin, finden dann auch hier, und dann wieder die Akkumulation statt, ähm, hier in diesem Bereich. Also weiter werden wir sowieso nicht fahren. Wir haben hier eine gute Supportlinie auf dem 03 auch, auch das ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig haben wir dann auch, wenn wir über die Trendlinie hinauskommen, dann haben wir natürlich nochmal den Widerstand bei 53.500. Und umso weiter wir in die Zukunft blicken, umso näher nähert sich der Support, respektive der Widerstand der Trendlinie. Sehr interessant und gilt für uns hier einfach wachsam zu bleiben. Ähm, wenn man jetzt zurückkommt auf die Frage, haben wir das Rally ähm, oder startet die Rallye, Ist das Shakeout vorbei? Würde ich sagen, jein. Ja, auf der einen Art wurde sehr viel liquidiert, es gab, auf, gab auch Ruhe in den Markt rein, sind nicht mehr allzu viele groß gehebelt. Viele sind mit ein bisschen Vorsicht unterwegs, aber auf der anderen Seite hast du sehr hohe Angst. Und die Angst, noch weiter zu fallen, man hört Szenario bis auf 6000 US-Dollar, das ist teilweise schon ein bisschen überspitzt. <laughs> auf 6000 sehe ich eigentlich Bitcoin überhaupt nicht mehr fallen. Das wäre absolut unrealistisch. Also mein Worst-Case-Szenario bleibt aktuell bei 29.000. Das kann immer noch passieren, wenn wir hier an der oberen Trendlinie abgelehnt werden. Dann wäre es möglich, dass wir dann nach unten fallen. Aber wie ich das auch schon hier im Daily dann auch gesagt habe, da haben wir natürlich schon noch... Zwischendurch noch zwei, drei andere Hürden, die man nehmen muss. Da <laughs> darf man nicht vergessen. Also, wir sind dann hier schon noch bei 37.800. Haben wir immer noch ein, oder das ist unser Target ja, vom, vom, vom Rising. Und ob das dann überhaupt hier runtergeht, dann müssen wir zuerst nach unten noch das 0618, der goldene Schnitt, durchqueren. Das wird nicht ganz so einfach sein. <laughs> Und da sind wir auch noch bei 44.500. 37, 800 und dann plus, minus die 30.000. So, das wäre das Worst Case Szenario. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage: Ja, Sind wir dann im Bärenmarkt? Ein Bärenmarkt kommt natürlich nicht von heute auf morgen, das geht fließend oder überfließend, je nachdem, wie sich die aktuelle Lage hinzieht. Ja, Das auf jeden Fall. Dann, wenn wir im Bärenmarkt sind, das heißt, wir würden eine längere Korrekturphase durchlaufen. Die Korrekturphase würde eben brechen, das heißt wir würden keine Korrektur mehr sehen nach oben, wir würden sie brechen und würden nach unten korrigieren. Dann wäre es nach zwei, drei Monaten, könnte man dann von einem Bärenmarkt sprechen, man redet immer von einer gewissen Periode, respektive von einem Zyklus. Ja, Auch der ist übrigens in einem Buch äh, sehr gut beschrieben, das ich euch immer wieder empfehle, ja, das große Buch der Chartanalyse, da könnt ihr auch die, die Zyklen äh, ein bisschen anschauen und das würde ich euch auf jeden Fall... Sehr viel weiterhelfen. So, liebe Freunde, mehr gibt es dazu aktuell nicht zu sagen. Es bleibt heute bei diesem Video und das Video, was ich noch aufgenommen habe für Tipps und Tricks für Kundenakquise und Kundenbindung. Ähm, mehr liegt zeitlich bei mir nicht drin. Ähm, ja, aber ich bin morgen wieder für euch da in alter Frische. Ich hoffe es zumindest in alter Frische, aber sehr wahrscheinlich ohne Weihnachtsmütze. Naja, wir werden sehen. Ich würde sagen, das war es aus der Schweiz und äh, bleibe gesund und ja, bis bald. Tschüss zusammen.